Hallöchen, ihr Lieben. Ja, ich habe hier ein Tauschpaket und habe gerade die Kamera schon angeschmissen und gesehen, ich habe ganz vergessen, die Adressen runterzumachen. Weil, ja, muss ja nicht sein, ne? Adressen gehören nicht ins Internet so. Und da wird mir diejenige zustimmen, von der ich es habe. So, auf jeden Fall habe ich ein Tauschpaket bekommen. Und zwar von der lieben Michelle. Michelle ist die Diva Creativa. Ja, und sie hatte sich bei mir zwei Resin-Teile ausgesucht und ja, fragte, was ich dafür haben will. Ich sagte, du, ich sag, mach mir einfach ein kleines Paket fertig, was es dir wert ist. Und ja, das hat mich dann jetzt auch erreicht. Vielen Dank dafür, Michelle. Und das wollte ich jetzt einfach auch mal mit euch zusammen auspacken. Und zwar hat sie mir hier eine Karte fertig gemacht, schreibt sie dann halt, dass sie sich sehr freut, dass wir getauscht haben und sie hofft, dass mir das, die Sachen da drin gefallen und mein Bastelzimmer jetzt nun ein paar Schätze mehr hat. Definitiv, Michelle. Die Sachen sind wirklich richtig, richtig schön. Ich war echt hin und weg und muss sagen, das war definitiv viel zu viel. Also die Hälfte hätte locker gereicht, ne? Ja. Ich würde einfach sagen, ich nehme das jetzt mal so da raus. Natürlich habe ich mir das alles schon angeschaut. Ja, und jetzt wollte ich euch das nochmal genauer zeigen. Und zwar hat sie mir hier, ich mache da mal ein Papierchen drüber, drunter, hat sie mir hier Epoxy-Sticker geschickt. Die sind echt sehr, sehr schön mit dem Blümchen drin. Muss ich mal gucken, wo ich die verarbeiten kann. Am liebsten werden mir ja in Resin teilen, aber ich weiß nicht, ob mir die eventuell hochschwimmen. Das muss ich einfach mal testen. Vielen, vielen Dank, Michelle. Dann war ich sowas von perplex. Die liebe Michelle hat mir eine Handstanze geschenkt mit einem Vogel. So ein Motiv habe ich definitiv noch nicht. Und das ist echt wunderschön, Michelle. Vielen, vielen Dank. Ich bin eh so ein, ja, ich bin eh so ein Messi, ne? Bastelsachen-Messi bin ich definitiv. Ne? Aber die kann ich bestimmt gebrauchen für ein Projekt. Ich lasse mir da mal was ganz Tolles für einfallen. Dann hat sie mir hier so Holzteilchen geschenkt, so Holzklammern. Die werde ich wohl, das hat sie mir aber auch gesagt, wenn was dabei ist, was mir nicht ganz so zusagt. Ich weiß nicht, wo ich sie lassen soll. Fürs Rumliegen sind sie dann einfach zu schade. Die werde ich mal in andere Tauschpost mit ja, aufteilen, ne? Dass sie da mal so ein kleines Teilchen mit reinkriegt. Aber trotzdem vielen, vielen Dank dafür. Dann hat sie mir hier zweimal Washi-Tape geschickt. Und zwar ist das einmal ein Braun, ein ganz schlichtes Braun. Habe ich auch noch nicht. Und dann haben wir hier einmal was mit so einer Blumenbordüre. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das andere so leicht durchsichtig ist. Wo haben wir denn den Anfang? Da. Das sieht mir so ein bisschen durchsichtiger aus. Ja, so leicht. So sieht sie dann aus. Auch sehr, sehr schön. Also ich bin echt hin und weg. Habe ich so in der Richtung auch noch nicht. Die beiden Kisten zeige ich euch gleich zum Schluss, weil die sind besonders schön. Dann hat sie mir hier so Einhorn-Relief-Sticker in vier verschiedenen Farben mit dazu getan. Geht bei mir auch immer. Einhorn, definitiv. Vielen, vielen Dank, Michelle. So, das andere hatte ich schon rausgenommen aus diesem Täschchen und wollte es einfach nicht mehr reinstecken. Sie hat mir hier so eine kleine süße Tasche mit dazu geschenkt.
mit Minnie Maus und Daisy. Also richtig, richtig süß. Wird auch einen Platz bei mir bekommen. Die wird verwendet. Dann waren noch mehr Reliefsticker dabei. Hier einmal zwei weihnachtliche. Dann haben wir hier einmal diese, ja, Linien, Bordüren. Na, das Plastik ist ganz schön anhänglich heute. In lila. Dann hier einmal in so einem tollen Beige. Ich hoffe. Nee, die sind durchsichtig. Also die hier sind durchsichtig. Haben dann halt nur den goldenen Rand. Und dann haben wir hier noch welche. Auch mit Gold. Da bin ich ja auch so ein kleiner Junkie. Reliefsticker gehen bei mir immer. Vielen, vielen Dank. Dann hat sie mir hier so einen Spachtel mitgeschickt für 3D-Masse, dass man dann halt diese Stencils nutzen kann, ne? Finde ich ganz cool. Ja, die Stencils hat sie mir mit dazu geschickt. Auch total toll. Da muss ich mal gucken, da muss ich mich mal ranwagen. Dann hier nochmal. Das sind dann so Blätter und Kastanien und Bucheckern. Auch total cool. Und dann haben wir hier noch Blümchen und einen Kürbis. Da muss ich mal gucken, das muss ich auf jeden Fall mal mit euch zusammen machen. Vielen, vielen Dank dafür, Michelle. So. Dann fangen wir mit dem an. Da hat sie mir drauf geschrieben: Liebe Grüße aus Büsum. Und da liegt dann so ein kleines Tütchen drin. Und sie hat mir diese Charms für Armbändchen mit reingetan. Einmal hier so ein kleiner Wecker. Dann eine Schildkröte. Und, wie könnt ihr das am besten sehen? So. Und einen kleinen Apfel. Vielen, vielen Dank. Die sind auch total niedlich. So, und dann hat sie mir was Selbstgemachtes geschickt. Draufgeschrieben, selbstgemacht. Und zwar haben wir hier Ohrringe. Die werde ich selber, Michelle, nicht tragen. Ich habe eine Nickelallergie. Ich denke, ich werde die Sachen so nicht tragen können, weil man in diesen Haltern meistens Nickel mit drin hat. Da bin ich halt allergisch gegen. Aber das ist nicht schlimm. Das kommt, die kommen an meine kleine Leine, wo ich meine Anhänger und sowas dran mache. Da bekommen die ihren Platz dran. Und dann hat sie mir auch noch eine Kette passend dazu gemacht. Einmal mit einer Zuckerstange und mit so einem kleinen Muffin. Irgendwie das Gefühl, ihr seht gar nicht richtig, ne? So. Einen kleinen Muffin noch mit dabei. Auch die werde ich da dran machen, Michelle. Ich hoffe, du bist da nicht böse drum. Nur ich kann es halt wirklich, wie gesagt, nicht tragen. Aber das bleibt in Ehren. Das kommt an meine Wand. Ja, das war dann das Tauschpaket von der lieben Michelle. Michelle, wie gesagt, vielen, vielen Dank dafür. Deins macht sich auch bald auf den Weg. Ich habe dir zwar gesagt gehabt, dass ich es heute versuche zu schaffen. Jetzt habe ich aber leider heute das Haus nicht verlassen. Aber Montag wird es definitiv auf Reisen gehen. Ne? Das ist versprochen. So, in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt kreativ und wir sehen uns im nächsten Video. Bye bye.